Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Huch, mein Spiel ist gerade so leise. So, schon viel besser. Ja, stimmt. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach Fragmenten. Ich brauche für die Seemotte eine mobile Vehikelbucht, hieß das, glaube ich. Mir jetzt aber nicht sicher. Haben hier auch irgendeine Schubkanone schon gefunden, den Exo-Anzug. Also früher war das so, dass man hier die Fragmente relativ häufig überall rumfleuchen gesehen hat. Vielleicht haben sie es ja jetzt so gemacht, dass sie die nur in der Nähe von diesen Wracks versteckt haben. Also suche ich jetzt einfach mal in der Nähe. Okay. Von solchen Wracks. Lass das. Pfui, pfui. Böse. Ich möchte dich nicht töten. So. Ah, hier, da. Seegleiterfragment. Nee, das ist verkehrt. Dafür brauchen wir aber einen Laserschneider, um da reinzukommen. Oder? Ja. Gut. Dann gehen wir erstmal weiter auf Erkundungstour. Also hier vielleicht irgendwie so drum. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, okay, wir tauchen schon wieder auf. Was sonst noch hilfreich wäre, vielleicht ein Kreislaufgerät, damit uns der Sauerstoff nicht so schnell ausgeht unter Wasser. Weil desto tiefer wir gehen, desto mehr Sauerstoff. Oh, da sind ganz viele rote Fische. Oh nee. Lass mich, ich bin ganz lieb, ich bin ganz lieber, ich bin ganz lieber. Ich suche nur nach Baufragmenten. Oh, nee. Oh, ey, die sind auch so hartnäckig. Okay, er hat abgelassen. Weil mit so einer mobilen Vehikelbucht könnten wir uns eine Seemotte basteln. Mit dieser Seemotte wären wir dann halt auch nochmal deutlich schneller unterwegs. Bezüglich, man kann. Dort hinten ist auch nochmal ein Frack. Und das dann nehme ich aber noch vorher mit. Verbandskasten, wunderbar. Einmal auftauchen. Mit der mobilen Vehikelbucht kriegen wir, wie gesagt, Seemotten. Und mit dieser kleinen Seemotte kommt man dann halt überall lang und dann braucht man auch nicht so viel Sauerstoff. Also sprich, man muss nicht immer nach oben schwimmen. Ich denke mal, das wäre jetzt das nächste, was ich jetzt definitiv suche. Aber erstmal gucken, was wir hier unten haben. Mobile Fahrzeugstation. Oh! Ist das, was ich jetzt suche, oder ist es das nicht? Ich weiß es nicht. Ich steige erstmal auf. Ich hoffe, dass das jetzt ist, was ich jetzt suche. So. Ja, mobile Fahrzeugstation. Wie viel brauchten wir davon? Drei Stück. Okay. Vielleicht haben wir ja Glück und finden das hier noch fertig. Warum bewege ich mich gerade so langsam? Das sah jetzt ein bisschen spooky aus. Oder sind böse Pflanzen? Haben die jetzt auf mich geschossen? Oh, da war ein Erste-Hilfe-Kasten drinne.
Nee, vielleicht finden wir hier noch die letzte. Oh nee, da ist schon wieder. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ich schwimme schon nach oben. So. Da wird doch sicherlich irgendwo. Fragment sein. Oh, erschreck mich mal, du blöder Fisch. Ich suche hier nach den Fragmenten. Warum bin ich ab und zu mal so stark langsam mit dem hier? Oh, bitte, lass. Ja, es ist die letzte. Ab nach Hause. Heimat. Dahin. Ist quasi so, als wenn ich irgendwie verletzt war oder so. Keine Ahnung. So, auf dem direkten Heimweg. Und dann versuchen wir jetzt noch so schnell wie möglich eine Seemod zu bauen. Okay, gut. Weiter. Habe ich noch eine Batterie? Natürlich habe ich keine Batterie mehr. Au, au, schwimmen, 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 schwimmen. Oh, heute überall die mega fiesen Viecher unterwegs hier. Oh, ab nach Hause. Bei so traumhafter Melodie. Will ich noch einen Kicker mitnehmen? Ja, komm. Wenn nicht, dann bleib doch. Oder dich? Möchtest du? Nee. Möchten alle nicht. So. Jawohl. Hier sind jetzt auch alle Batterien wieder voll. Können wir die eine rausnehmen? Hätte ich nicht vorhin. So. Und dann machen wir hier nochmal. So. Nee, halt er. So. Machen da auch wieder eine volle rein. Und dann packen wir die beiden Batterien jetzt da wieder drauf. Dann werden die aufgeladen. Entnehmen die beiden Batterien hier mal. So, hier in dem. Huch. In den Ding kommt ja auch noch eine Batterie rein. Da setzen wir auch mal wieder eine volle rein. Nimm die angeschlagene. Laden die auch wieder auf. Und haben ja hier hinten auch noch eine, die wieder aufgeladen werden muss oder sollte. So, die ist voll und die ist halt leer. So. Schon viel schöner und viel besser. So, den Kicker, den mache ich mir gleich mal. Legen wir hier noch mal ein bisschen was ab. Batterien sind ja voll hier. So, dann wollen wir mal gucken, was brauchen wir für die mobile Vehikelbucht. Da ist sie. Ein Titanbahn, Schmierstoff und Energiezelle. Schmierstoff ist jetzt nicht das Schwerste. Titanbahn denke ich mal auch nicht. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da haben wir auch die Energiezelle. 1, 2, 3, 4. Das müsste jetzt, ich glaube 10 Titan war das für ein Titanbahn. Genau. Dann haben wir jetzt den Bahn auch. So. Dann brauche ich noch den Schmierstoff. Und den holen wir uns jetzt hier draußen. Ganz fix, ganz geschwind.
Ja, ich weiß, ich will hier nur ein bisschen Spielstoff. Oder so. Okay, ich kam nicht an die Pflanze ran. Ah, okay. So. Gut. Ich hoffe mal, das reicht. War eigentlich nur ein. Wo steht dann Heimat? Da. So. Welcome aboard, Captain. Dann einmal Schmierstoff. So. Und dann die mobile Vehikelbucht. Ui, das Ding ist aber auch deutlich größer geworden. Die sind auch schon fast wieder voll. Gut. Daraus könnte man jetzt eigentlich auch nochmal einmal Schmierstoff machen dann. Gleich. So, dann kann ich ja schon mal gucken, was ich brauche für die Motte. Die haben wir auch schon freigeschaltet. Wo haben wir sie da? Ein Titanbahn, eine Energiezelle, zweimal Glas und einmal Schmierstoff. Gut, Titanbaren. Eins. Oh, hier sind immer in einer Reihe fünf. Ja, haben wir da. Zweimal Glas war das noch. Schmierstoff haben wir auch noch da. Und Energiezelle. Energiezelle. Wie konnte man die denn nochmal basteln? Zwei Batterien und ein Silikongummi. Okay, ein Silikongummi. Dafür brauche ich dann nochmal so eine Schlingpflanze. So, düsen wir nochmal schnell los hier. Autsch. Also ich muss sagen, die Fische sind schon deutlich aggressiver geworden. Solange sie jetzt aber meine Base jetzt hier nicht kaputt hauen, dürfte es jetzt eigentlich nicht so schwer werden. Gut, dann haben wir jetzt auch noch den letzten Schmierstoff. Also, nee, was war das? Genau, Silikongummi war doch mit zweimal. Genau. Gut, das haben wir auch. Was war das jetzt noch? Also Titanbahn haben wir, Energiezelle können wir basteln, Glas und Schmierstoff. Ja, haben wir gleich alles. Für die mobile Fahrzeugstation. Braucht aber lange. Ist jetzt erst bei 50%. Ich glaube, ich sollte mir vielleicht irgendwann mal nochmal einen zweiten Fabrikator bauen. Das Ding sieht irgendwie voll süß aus hier mit den Batterien. So, und das sind noch gleich zwei volle. Können wir dann gleich rausnehmen. Und zum Craften verwenden. Eine leere haben wir hier ja noch. So. Und dann nehme ich die hier nochmal raus. So. Die ist nicht ganz voll. Und die ist ganz leer. Und ja, dich lade ich jetzt mal mit einer wieder auf. Zieh mir hier noch eine rein. Nimm ein desinfiziertes Trinken mal raus. Trink es. Health Kit. Und die Bucht sieht schon fast fertig aus. Ah, noch ein paar Prozent. Gut. Dann müssen wir uns auch demnächst ein kleines Lager mal basteln. Wo man das dann auch alles richtig schön mit den Schränken beschriften kann. Ah, ist gleich fertig. 4%. Können wir den nächsten Schritt in Angriff nehmen. Na komm. Jawohl. Okay, Inventar ist voll. Dann legen wir hier mal ein bisschen Schmierstoff rein. So, wie groß ist das Ding? Relativ groß. Gut, dann brauche ich einen Silikongummi.
Da muss ich ja mal auf Energie gehen, Energiezelle. So, dann brauche ich zweimal Glas. Hui, Inventar wird leer. So, kriege ich die drei rein? Ja. Dann brauche ich hier einmal für Schmierstoff. So, legen wir das Ding mal kurz aus der Hand hier. Huch. Was wollte ich noch haben? Genau, das Titan. So. Dann einmal den Titanbarren. Und dann gehen wir hier mal raus. Jupp. So. Fahrzeuge. Exo-Anzug. Missing Blueprint. Okay. Aber da vorne kommt jetzt erstmal eine kleine Seemotte. Ist sie nicht hübsch? Flupp. So. Welcome aboard, Captain. Das ist jetzt sozusagen unser kleines U-Bötchen. Aber auch wirklich Bötchen. Das kann man auch noch aufrüsten. Man kann es auch später umfärben und auch noch umbenennen. Aber. Ja. So. Da ist jetzt nichts drin, genau. Dann bauen wir den Druckkompensator, den wir im Schiff gefunden haben, mal ein. Da. So. Damit kann die nämlich noch tiefer tauchen. So, bauen wir mal hier vorne ein. So, Zerstörungstiefe nun 300 Meter. Und dann brauchen wir jetzt nur noch eine weitere Energiezelle, würde ich sagen, oder? Weil das Ding wird mit einer Energiezelle angetrieben. Also sprich zwei Batterien, die auch voll sind. Und dann jetzt nochmal schnell da hinten hin düsen. Nö. Ich will hier nur ein bisschen Pflanzenzeug mitnehmen. So. Dann brauchen wir auch erstmal den Seegleiter nicht mehr. Gut. Dann basteln wir uns jetzt da draus mal ein paar Silikongummis. So. 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 Genau. Die können wir jetzt hier erstmal reinlegen. Das können wir auch da reinlegen. Das auch. Einmal nehmen wir uns wieder raus. Den Kika verarbeiten wir jetzt mal zu Essen. So. Und hier eine schöne Energiezelle. So, die sollten wir dann halt auch immer mit bei haben. Damit wir dann halt nicht plötzlich, ja, im Nirgendwo stehen bleiben. Jetzt brauchen wir den Seegleiter auch nicht mehr. Der kann jetzt gehen. Weil jetzt brauchen wir eigentlich nur noch uns selbst. Den Scanner, den Erbauer brauchen wir auch nicht mehr. Der kann auch hier bleiben in der Base. Die eine Energiezelle. Und ja, ich glaube, ich bräuchte dann noch eine Taschenlampe. Gab es da auch sowas? Genau, Batterie und Glas. Dann rüsten wir uns jetzt hier für die Erkundungstouren. Noch eine Batterie. Halt. Hier irgendwo. Batterie, Batterie, Batterie. Da.
So, dann einmal hier nochmal schnell Glas rausgemacht. Dann hier Taschenlampe erstellt. Okay, ich bin das halt gewohnt, dass es extrem schnell geht. Und ja, das ist denn das, was wir dann gleich mitnehmen. Taschenlampe, Messer, Scanner. Okay. Hier schwimmen schon Fische gegen meine Festung. Ob ich die Vehikelbucht lieber doch reinnehmen sollte? Ich denke mal schon. Nee, ich wollte doch nicht draufklettern. Ich wollte sie jetzt eigentlich mitnehmen. So. Huh. So. Welcome aboard, Captain. So, die legen wir auch mal hier rein. Schönes Poster. Und dann werden wir mal jetzt hier ein Folgenende machen. Oder warten wir noch auf die Taschenlampe? Na, das kann ich auch offscreen machen. Lass ich kurz das Spiel ein bisschen länger laufen. Und dann werden wir nächste Runde mit der... Also nicht nächste Runde, sondern nächste Folge mit der Seematte ein bisschen die Meere erkunden gehen. Damit fühlt man sich dann auch, denke ich mal, deutlich sicherer. Bezüglich ich fühle mich damit deutlich sicherer. Dann würde ich sagen, tschüss und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.